Und da sind wir schon bei Lifestyle mit meinem, wie ich es angekündigt habe, interessanten Gast, Herr Professor Dr. Ulrich Trottenberg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Ich muss es jetzt leider ablesen, wenn es um Ihre Fachbereiche geht, woran Sie forschen. Denn hier steht, die Forschungsgebiete sind mathematische Modellierung, numerische Simulation, Numerik partieller Differentialgleichungen und großer linearer Gleichungssysteme, Mehrgitterverfahren, paralleles Rechnen, multidisziplinäre Simulation sowie aktuell Methoden des Grid- und Cloud-Computing. Wow! Ja, ich bin auch beeindruckt von dieser Liste. Ja, das können Sie zu Recht sein, denn ich muss ehrlich gestehen, als es um die Thematik ging und das Einlesen in dieses Interview, je mehr ich wusste, desto mehr Angst bekam ich vor diesem Interview, denn auch wenn ich Mathe in der Schule nicht ganz schlecht konnte, also ich habe das immer als persönliche Knobelaufgaben wahrgenommen. Sehr gut. Integralrechnung war mein Lieblingsgebiet, aber Algorithmen ist etwas, das gibt es gar nicht so viel in der Schule, oder? Noch nicht. Also Algorithmen, wenn ich vor 5 Jahren mich vorgestellt habe als ein Leiter eines Instituts für Algorithmen, dann haben die Leute gefragt, was ist das denn? Aber mittlerweile ist ja Algorithmus ein Begriff, der allgemeingut geworden ist in der Politik. Herr Schäuble, Herr Steinbrück, alle benutzen diesen Begriff. In der Journalistik spielt er eine große Rolle mittlerweile, wobei ich nicht sicher bin, ob man heute besser weiß, was Algorithmen sind als vor 5 Jahren. Sie wissen es auf jeden Fall. Da bin ich sehr froh, denn ich würde Sie bitten, nachdem wir mal kurz ein bisschen darüber sprechen, was Sie zurzeit tun, nämlich Sie sind jetzt Geschäftsführer der Interscience GmbH und Sie haben gerade schon das Institut angesprochen. Sie haben gesagt, ich war Institutsleiter, das bis 2012 und zwar beim Fraunhofer Institut. Der Bereich hieß wie genau? Das Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen. So, und da steckt das Wort Algorithmus natürlich drin, wir haben es gerade angesprochen. Jetzt sagen Sie, Sie wissen nicht genau, weiß man es heutzutage, was ein Algorithmus ist, wenn der Journalist das als gemeinen Begriff verwendet? Was ist es denn? Geben Sie uns ein bisschen Licht ins Dunkel. Also ganz einfach ist es eine Rechenvorschrift, wenn man es sozusagen auf die mathematische Seite bezieht. Man kann das natürlich genauer sagen, also eine Handlungsvorschrift, die aus mehreren Schritten besteht zur Lösung eines Problems, typischerweise eines mathematischen Problems, informatischen Problems mit einem Ergebnis, mit einem definierten Ergebnis. Der Begriff, der üblicher, bekannter ist, ist der des Computerprogramms. Ein Computerprogramm ist nichts anderes als ein in einer Programmiersprache formulierter Algorithmus. Also im Grunde kann man sich vorstellen, es ist ein Computerprogramm, Software. Dieses Computerprogramm kann man aber lernen? Also ich als Mensch kann das lernen, kann ich mit Algorithmen rechnen lernen? Das ist ja eigentlich das Ziel, dass das so ein bisschen mehr in die Schule auch eingeführt wird, oder? Ja, ein Algorithmus ist schon, wenn Sie in der Schule 2 große Zahlen miteinander schriftlich multiplizieren, dann benutzen Sie dafür einen Algorithmus, ohne das zu wissen. Und natürlich kann man sich mit Algorithmen auch in der Schule beschäftigen, auch mit anspruchsvollen Algorithmen. Und das ist auch ein Vorschlag, dass der von den Fraunhofer-Instituten, die sich der Mathematik widmen, gemacht wird. Man sollte sehr viel stärker lebensnahe in Themen in die Schule bringen, Algorithmen wie MP3, wie die Scheckkarte mit den Verschlüsselungsmethoden, die dort eingesetzt werden, GPS, also Navi, das alles sind ja, händisch gewordene Algorithmen, die man in der Hand hat und die Schüler natürlich kennen. Und ich denke, es macht sehr viel Sinn, sich mit diesen mathematischen Aspekten dieser Geräte zu beschäftigen. Und das sind dann eben Algorithmen. Anhand der Beispiele merkt man ja auch, wie modern das Ganze ist, wenn man jetzt über MP3 redet, über GPS. Das ist ja wirklich ein Thema, was jeder von uns kennt. Außer für diese Beispiele, wofür brauchen wir Algorithmen insgesamt? Warum das Ganze? Ja, alles das, was man mit dem Computer softwaremäßig macht, beruht auf Algorithmen. Algorithmen ist einfach eine andere Bezeichnung für die Computerprogramme, die bevor sie in einer Sprache formuliert sind, sind es eben Algorithmen. Das ist der, sozusagen der theoretische Hintergrund eines Computerprogramms. Wenn ich Sie jetzt frage, was hat bei Ihnen die Faszination geweckt? Gibt es einen bestimmten Moment oder war das einfach, dass das bei Ihnen über die Zeit gewachsen ist, dass Sie gesagt haben, Algorithmen ist ein spannendes Feld? Ja, es ist, ich komme eigentlich ursprünglich eher aus der reinen Mathematik, habe mich dann aber immer intensiver mit angewandten Themen befasst und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man das dann auf den Rechner bezieht, also Mathematik sozusagen auf den Rechner bringt, dann kommt man natürlicherweise zum Algorithmus. Und da ist es dann ein Ziel innerhalb der Mathematik, diese Algorithmen möglichst effizient, möglichst schnell zu machen, sicher und schnell zu machen. Und das war eigentlich mein Spezialgebiet.
Jetzt sagen Sie schon Rechner, was mich zu unserem nächsten großen Thema bringt, nämlich zum Big Data. Wenn wir das jetzt mal gucken, also wir haben jetzt schon gehört, Algorithmen, wofür wir die brauchen, was die genauer sind. Jetzt gibt es ja diese wahnsinnige Datenmenge, ist auch so ein Begriff, den verwendet jeder, Big Data. Nicht viele wissen genau, was es ist. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, was man mit Algorithmen alles im Zusammenhang mit Big Data machen kann, schauen wir ein kurzes Erklärstück von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen, die sich einmal mit dem Thema Big Data auseinandersetzen und erklären, was es genau ist. Wenn man die Inhalte aller Keilschrifttafeln, Papyrusrollen, Shellac-Schallplatten, Videokassetten oder 3,5 Zoll Disketten zusammenzählt, dann hat die Menschheit vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahr 2003 etwa 5 Milliarden Gigabyte an Daten erzeugt. Im Jahr 2011 sammelte sich die gleiche Datenmenge in nur 48 Stunden an. Und 2013 wird dieser Datenberg schon alle 10 Minuten anfallen. Mit den Daten, die allein im Jahr 2009 geschaffen und auf andere Datenträger kopiert wurden, ließen sich genügend DVDs füllen, um sie einmal zum Mond und zurück zu stapeln. Im Jahr 2020 wird dieser Stapel 44 Mal so hoch sein, also auf dem besten Wege Richtung Mars. Jede SMS, die wir verschicken, jeden Hyperlink, den wir anklicken, jedes Foto, das wir auf Facebook hochladen, jeder Stadtplanaufruf mit dem Smartphone, jeder Einkauf in einem Online-Shop und jede gesammelte Flugmeile verwandeln sich in einzelne Datentröpfchen, die das Datenmeer weiter ansteigen lassen. Für die Kunst, mit diesen Datenmassen umzugehen und sogar sinnvolle Anwendungen daraus zu entwickeln, haben Fachleute einen Begriff entwickelt: Big Data. So, das ist also ein kleines Erklärstück mal zum Thema Big Data, wo man gesehen hat, jetzt haben wir also diese Menge, diese Flut an Daten, das Meer. Explosion von Daten, ja. Genau. Erstmal, was sind die größten Treiber von Big Data? Woher kommen die heutzutage, diese ganzen Informationen, die da so gesammelt werden? Also sind es nur wirklich die ganzen Internet-Themen? Ja, das Internet spielt eine wirklich sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang natürlich. Mhm. Da entstehen ja diese Daten. Und Big Data ist sozusagen irgendwo auch nur bisher nur ein Schlagwort. Also es gibt natürlich dieses Forschungsgebiet, wo es darum geht, aus dieser Datenfülle gezielt Informationen zu extrahieren, Wissen zu erzeugen letzten Endes auch mit mathematischen, informatischen Methoden. In der Regel ist das so, dass die Daten, die man im Internet vorfindet, unstrukturiert sind. Und es ist dann, heute ist es eigentlich gut möglich, mit strukturierten Daten, die innerhalb eines bestimmten Bereichs wohl definiert sind, dort geeignete Methoden einzusetzen, um Informationen zu extrahieren. In der Regel braucht man für unstrukturierte Daten noch eine Art Vorverarbeitung, eine semantische Vorverarbeitung, um sozusagen eine Zuordnung zu einer bestimmten Thematik vorzunehmen. Da sind oft dann auch noch Menschen mit beschäftigt, also eine Kombination von Algorithmen und menschlichen Können und Wissen. Gehen wir ein bisschen weg von dem Abstrakten, da kann man Daten oder Informationen über Algorithmen erlangen. Ja. Was sind konkrete Dinge, die ich jetzt per Algorithmen über mein Big Data rausziehen kann? Also wir haben ja jetzt nun gerade diese NSA-Diskussion, die heftige Diskussion darüber. Und da spielt natürlich genau diese Thematik rein, dass da Algorithmen eingesetzt werden, ohne dass das wirklich bekannt ist, welche Algorithmen eingesetzt werden. Und dadurch ist natürlich eine politische Debatte entstanden, die auch nötig ist. Also zu sehen, wo Algorithmen nützlich und wo sie gefährlich sind, da muss man natürlich wirklich, muss die Politik sozusagen mit der Wissenschaft gemeinsam überlegen, was man tun kann, um die Gefahren, die damit verbunden sind, zu begrenzen. Mathematik ist immer wertfrei. Mathematik kann für sehr humane und inhumane Zwecke genutzt werden und so ist das mit den Algorithmen auch. Und es ist dann eben eine Aufgabe des Zusammenspiels von Politik und Wissenschaft, dort die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Also der Algorithmus ist erstmal nichts Schlechtes, aber das, was natürlich damit gemacht werden könnte, zum Beispiel Profile einer Persönlichkeit zu erstellen, das ist dann schon eine Grauzone, wo man sagen muss, irgendwo wird es dann wahrscheinlich auch gefährlich? Ja, also Profile einer Persönlichkeit kann natürlich auch positiv genutzt werden, kann aber auch eben kritisch benutzt werden. Man muss auch sehen, dass diese Dinge, die ja sehr stark im Fluss sind,
auch natürlich Anlass geben für Verschwörungstheorien und so weiter. Ja, also dass da bis zum gewissen Grade im Moment auch Algorithmen dämonisiert werden, nicht, mit denen man alles zutraut. Und ich denke, da ist es auf die Aufgabe der Wissenschaft, da aufzuklären, dass da wirklich Grenzen gesetzt werden. Und diese öffentliche Diskussion sollte wirklich dazu führen, dass das Bewusstsein sich verbessert in dieser Hinsicht und das mit der Politik zusammen eben gerade was das Ausspähen angeht, wirklich Grenzen gesetzt werden. Es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, über Verschlüsselung Nachrichten wirklich sicher zu machen vor externen Zugriffen. Auch das ist natürlich ein algorithmisches Thema. Und auch da ist wieder die Wissenschaft gefragt, Methoden bereitzustellen, um diese Grenzen auch real zu machen. Wenn Sie jetzt sagen Grenzen, das sind ja von uns gesetzte Grenzen oder von den Politikern gesetzte Grenzen. Wo sind denn die Grenzen der Algorithmen? Gibt es da irgendwo was, wo Sie sagen, das können wir jetzt noch nicht, wo Sie aber glauben, das wird es bald geben? Also es gibt natürlich Begrenzungen in der Modellierung der Realität. Also wenn man die Daten nimmt, dann sind die natürlich vorhanden und man kann aus denen mit den heutigen Methoden Schlüsse ziehen auf Informationen und auf Wissen. Da sind die Algorithmen sehr stark im Fluss. Also das sind ja auch Gebiete, die noch nicht so sehr alt sind, sondern in den letzten Jahren eben mit diesem großen Datenaufkommen sind eben auch sehr neue Methoden entstanden. Man bringt verschiedene statistische und Optimierungs- und numerische Methoden in Verbindung miteinander und die Algorithmen werden immer schneller, die Rechner werden immer schneller und das Zusammenspiel gibt dann schon Möglichkeiten. Ich wüsste nicht vorauszusagen, wie das in 5 Jahren und was da in 5 Jahren möglich ist. Aber die Grenzen von Algorithmen sieht man eben auch. Also wenn wir etwa das Wetter nehmen oder das Klima oder das Crash-Verhalten von Autos, dann sieht man dort Möglichkeiten, was heute gerechnet werden kann. Man sieht aber auch die Grenzen. Das hängt an den chaotischen Aspekten, die da eine Rolle spielen. Herr Professor Trottenberg, wir sind fürs Erste am Ende und ich brauche keinen Algorithmus, um zu sagen, das Klima im Studio ist noch gut, aber wir geben auch schnell ab, damit es bloß so bleibt, ja? Damit der Kollege Peter Wirth nicht böse wird. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über Algorithmen hier bei Lifestyle. Jetzt aber erstmal Sport bei Peter. Und da sind wir schon wieder im Lifestyle-Bereich mit Herrn Professor Dr. Trottenberg. Wir hatten eben abgeschlossen mit dem Wetter, mit der Wettervorhersage und den Algorithmen, die sich dahinter befinden. Wie einfach oder wie weit kann ich überhaupt das Wetter voraussagen? Ja, das Wetter ist ein sehr bezeichnendes Phänomen, wo die Simulation ja, wie wir alle wissen, sehr große Erfolge hat. Wir können also das Wetter vorhersagen für die nächsten Tage, für 3-4 Tage. Aber wir können es nicht langfristig vorhersagen. Also über 10, 14, 3 Wochen hinaus ist das Wetter keinesfalls vorhersagbar. Und das liegt an dem chaotischen Charakter des Wetters und natürlich dann auch an dem chaotischen Charakter der Modelle, die man einsetzt, um das Wetter zu prognostizieren. Chaotisch heißt insbesondere, dass wenn man kleine Störungen in die Eingabedaten einbringt, dass das zu möglicherweise erheblichen Einflüssen in den Ausgabedaten führt. Also kleine Störungen haben einen großen Einfluss und einen nicht klar überschaubaren Einfluss. Und Sie sehen heute, wenn Sie die Wetterkarte sehen, geht das aus von dem heutigen Tag in die Zukunft, in die nächsten Tage und Sie haben dann eine Temperaturverteilung, aber die haben zusätzlich zu der Haupttemperatur auch so einen grauen Bereich, der so trichterförmig sich ausbreitet. Und das ist der Bereich, der auch möglich ist, wo man nicht sicher ist, dass es nicht innerhalb dieses Bereichs sich entwickelt, das Wetter, weil das Wetter eben sehr stark von diesen Anfangsbedingungen abhängt, sehr ein Stück weit labil davon abhängt. Und das ist dann auch eine Begrenzung für die Simulationsmöglichkeit. Also immer dann, wenn man es mit chaotischen Phänomenen zu tun hat, gibt es Grenzen für die Simulation. Und besonders manchmal sieht man falsch sogar? Also ich habe schon Wettervorhersagen geguckt, die nicht stimmen. Ja, die Modelle sind natürlich auch immer noch werden immer weiterentwickelt und
Insofern gibt es auch schon mal Fälle, wo die Modelle nicht so richtig zutreffen. Und beim Klima hat man das natürlich ganz deutlich. Wenn man das Klima für 50 bis 100 Jahre voraussagen will, dann sind eben da die Modelle immer noch in einer Weiterentwicklung. Mhm. Und es gibt immer noch Unsicherheiten, was die Klimaprognosen angeht. Auch natürlich mit den politischen Konsequenzen, die das hat. Es gibt dann immer noch die Optimisten und die Pessimisten. Aber es gibt natürlich auch eine sehr realistische Einschätzung dessen, was passieren wird. Mhm. Und insofern sind diese Simulationen schon auch sehr aussagekräftig. Das Ganze, was uns möglicherweise dann auch das richtige Wetter immer sagt, sind die Algorithmen. Wir hatten die Problematik in der Schule schon angesprochen, eben so ein bisschen, ja, hatten wir gesagt, dass es nicht so im Lehrplan verankert ist, dass da viel von vorkommt, sondern immer nur ein bisschen. Das ist eigentlich in die Initiative der Lehrer gelegt, ob sie zusätzlich zu dem Kernlehrstoff, ich bin gerade noch mal vom Schulministerium darauf aufmerksam gemacht worden, dass Algorithmen dort nicht vorgesehen sind. Mhm. Es ist dann in die Initiative des Lehrers gelegt, ob er um den Unterricht lebensnäher und wirklich schülergerecht zu machen, solche Dinge mit reinnimmt in Projektwochen. Wir machen seit vielen Jahren ein Seminar für Lehramtskandidaten und das ruft wirklich eine große Begeisterung hervor bei den Lehramtskandidaten, bei Lehrern, bei Schülern. Also wenn man es schafft, Begeisterung auszulösen in der Schule, bei den Schülern, dann glaube ich, wird auch das Image der Mathematik sich verändern, das ja ein ganz kurioses ist. Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn in Deutschland überhaupt? Wie wird Mathematik wahrgenommen? Ja, also Mathematik hat ja beides, gilt als schwierig, gilt als irgendwo auch langweilig. Es gibt in keinem anderen Land Journalisten und Politiker, die öffentlich in Talkshows sich mit ihren schlechten Leistungen in Mathematik kokettieren. Das ist auch eine sehr problematische Geschichte aus meiner Sicht. Und an der Stelle, glaube ich, muss die Schule ansetzen. In der Schule muss diese Begeisterung rübergebracht werden. Es ist typischerweise so, dass in der 6., 7., 8. Klasse dann einige Schüler oder viele Schüler den Anschluss ein Stück weit verlieren. Dann wird es ein bisschen abstrakter gegenüber dem, was sie vorher hatten. Und wenn sie einmal den Anschluss verloren haben, ist es sehr schwer, den wieder zurückzuholen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass es den Lehrern gelingt, den Reiz der Mathematik rüberzubringen, ne, Begeisterung auszulösen. Mhm. Und der Reiz kann im Angewandten liegen, kann in der Schönheit der Mathematik liegen. Es gibt, glaube ich, viele, viele Anlässe, um wirklich sich für Mathematik zu interessieren und den Reiz zu empfinden. Und dass Mathematik immer wichtiger wird, heute gibt es kein technisches Gerät, das nicht irgendwo auch mathematisch fundiert ist. Mhm. Das ist ja auch ganz offensichtlich. Mhm. Jetzt hatten Sie eben schon ein paar realitätsnähere Themen der Mathematik angesprochen. Als es um Algorithmen ging, haben Sie zum Beispiel gesagt, dieses ganze MP3-Phänomen, Beispiel, was wir haben, das ist auch ein Algorithmus, der dem Ganzen zugrunde liegt. Ein Kompressionsalgorithmus, ja, genau. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, wir schauen einfach mal das Video vom Fraunhofer-Institut, wo ziemlich genau erklärt wird, wie das Ganze nicht funktioniert. Aber vielleicht sagen Sie vorher noch, um was sich das verringert. Ja, immer. Man sieht hier also sowohl Audio und Video eine Kompression, die jeweils um den Faktor 3 verringert wird. Also man hat erst 100%, dann hat man 30%, dann hat man 10% und so weiter und sieht, wie sich das auswirkt im Audio und im Video. Mhm. Das Audio hält sich erstaunlich lange, obwohl man deutlich weniger Informationen hat. Ich würde sagen, wir hören da parallel einfach schon mal rein. Ich habe das jetzt mal angemacht. So, hier hören wir also Audio und haben auch noch das Video. Und jetzt hat schon die erste Verringerung stattgefunden. Ja, der erste Faktor 3. Und schon wieder. Und wir sehen so langsam, ganz langsam beim Bild die Veränderung, aber Audio ist noch da? Ja, das bleibt eigentlich noch relativ lange wirklich gut hörbar. Hm? Ja, warum? Natürlich ist es dann vorbei. So langsam nimmt beides ab? Das ist MP3. Ja. Aber was ist denn MP3? Also Sie sagen, ein Algorithmus zur Komprimierung steckt dahinter. Was passiert da genau? Ja, also das ist schon, da müssen wir etwas weiter ausholen, um das im Detail zu erklären. Aber man kann das durchaus in der Schule behandeln. Mhm. Da spielen natürlich auch physiologische Aspekte eine Rolle. Nicht? Was hört das Ohr? Das wird mit in diese algorithmischen Entwicklungen mit reingenommen. Mhm. Und es sind dann Kompressionsalgorithmen, die eigentlich schon seit langem bekannt sind, aber jetzt eben in einer sehr geschickten Weise mit diesen physiologischen Aspekten zusammengebracht.
gebracht worden sind. Das hat man jetzt für MP3 gesehen, dass das also auch ein Thema ist, was uns täglich bewegt, wo man aber vielleicht gar nicht wahrnimmt, wie viel Mathematik dahinter steckt. Was anderes, wo wir uns auch jeden Tag mit beschäftigen, da möchte ich drauf wetten, ist Google. Und wenn wir einen Suchbegriff eingeben, dann gibt es ein sogenanntes Ranking. Das bedeutet, welche Seite steht ganz oben und wie wird das weiter aufgebaut? Da stehen auch Algorithmen hinter, oder? Ja, das ist ein... Also man weiß natürlich nicht genau, was Google da macht, aber die mathematischen Prinzipien, die da eingesetzt werden, die sind relativ leicht zu verstehen. Also wir haben das gerade im Seminar gemacht, also das kann man durchaus auch mit Schülern der Klasse 9 beginnend und dann natürlich in der Sekundarstufe 2 vertiefend behandeln. Also genau diese algorithmischen Prinzipien, die für das Ranking benutzt werden. Und dass das Ranking eine extrem große wirtschaftliche Bedeutung hat, ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, es ist sehr schön, wenn Schüler sehen, was da für mathematische Prinzipien dahinter stehen, bei dem, was sie täglich benutzen. Wir haben jetzt sehr viel über Algorithmen gesprochen. Nichtsdestotrotz gibt es in der Mathematik natürlich noch viele spannende Themen, die man auch im täglichen Leben anwenden kann. Wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht, um Chancen und Risiken. Jeden Tag stehen wir vor vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Was liegt dem zugrunde? Ja, ich denke, ein Gebiet der Mathematik, das einen starken Einfluss auf unser tägliches Leben haben kann, wenn es beherrscht wird, ist das Gebiet der Stochastik und Statistik. Also immer dann, wenn es darum geht, Chancen oder Risiken einzuschätzen, wo wir täglich mit zu tun haben, dann geht es um statistische und stochastische Aspekte. Das ist auch ein Thema in der Schule, auch noch nicht so wahnsinnig lange. Also ich habe in meiner Schulzeit keine statistischen Dinge gelernt, aber seit 10, 15 Jahren ist das eben auch ein Thema in der Schule. Und das hat eine große Lebensnähe. Also man kann zumindest eine große Lebensnähe an der Stelle herstellen. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann über schnelles und langsames Denken, wo es um die beiden Ebenen des Denkens geht, die intuitive Ebene und die rationale Ebene und über das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen und die Fehleranfälligkeit zwischen diesen beiden Ebenen. Es ist tatsächlich so, dass unser intuitives Denken in aller Regel keine gute statistische Intuition hat. Also die Intuition ist sehr stark orientiert an kausalen Zusammenhängen. Wenn wir zwei zufällige Ereignisse sehen und oder statistisch zusammenhängende Ereignisse sehen, dann interpretieren wir aufgrund der Evolution immer direkt einen kausalen Zusammenhang. Tatsächlich ist es aber oft ein zufälliger Zusammenhang und dass diese erzwungene Kausalität dann zu allen möglichen ganz kuriosen Effekten führt, wird in diesem Buch wunderbar beschrieben. Und natürlich auch Verschwörungstheorien sind Ergebnis solcher künstlichen Zusammenhänge, die de facto gar nicht bestehen. Also ich glaube, wir konnten heute zeigen, dass Mathematik durchaus Spaß machen kann, dass man sie im täglichen Leben anwenden kann. Ich bin mir meiner Entscheidung sehr sicher, dass es toll war, Sie heute hier zu haben. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher in meiner Entscheidung, dass ich Sie im nächsten Jahr hoffentlich wiedersehe. Denn dann müssen wir unter anderem über die Trottenberg-Formel sprechen. Weihnachten steht vor der Tür. Herr Professor Trottenberg, Sie haben eine Formel entwickelt. Was verbirgt sich dahinter? Ganz kurz angerissen. Das ist mein Hobby. Also ich habe so eine kleine mathematische Theorie der Ernährung. Und da gibt es eben eine Formel, die man anwenden kann auf sich selbst, auf wen auch immer. Und die ermöglicht tatsächlich auf verschiedenen Stufen eine personalisierte Ernährungsempfehlung. Also das Besondere daran ist, dass man über Parameter sich sehr präzise einstellen kann auf eine Persönlichkeit, die dann sozusagen ihr Wohlfühlgewicht sucht und eine Hilfe aus dieser Formel entnehmen kann. Das werden wir alle nach Weihnachten vielleicht dann doch brauchen. Erstmal wünsche ich Ihnen aber ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns für Mathematik und Algorithmen begeistern konnten. Ja, Dankeschön. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Und jetzt geht es hier natürlich weiter mit dem Klickblick und wir fangen schon mal an zu schlemmen. So kurz vor Weihnachten würde ich sagen. Bis später.